Zur gleichen Zeit erreicht Peter Rothmeier und Tobias Hübner einen Notruf von einem leerstehenden Fabrikgelände. Ein Geldtransporter ist verunglückt. Der Rettungsdienst ist schon vor Ort. Kann mir irgendwas erzählen, was hier passiert ist? Wir sind gerade auch eingetroffen erst. Ich bin hier vorbeigefahren auf dem Weg zur Arbeit und habe plötzlich einen lauten Knall gehört. Mit dem Auto sind Sie hier vorbeigefahren? Nein, mit meinem Fahrrad. Mit dem Fahrrad? Genau. Und dann bin ich zurück und habe diese Situation hier so vorgefunden. Lauten Knall. Okay. Du hinten ist auch noch einer, ich geh mal schauen. Du bist ja bei uns als Verkehrsunfall reingekommen. Ich komm mit. Hallo? Ja. Ihnen scheint es ein bisschen besser zu gehen als Ihren Kollegen. Schon gehen. Ja, können Sie es einmal ganz kurz erzählen, was passiert ist? Ja, also wir sind hier rumgefahren. Ne? Wir wollten Pause machen. Fahren wir immer hier lang. Sprangen hier drei Maskierte runter, bewaffnet, vor dem Wagen, stoppten uns also, sonst hätte ich selber fahren müssen. Und ja. Also, das ist kein Unfall hier, sondern das ist ein Überfall gewesen. Wir sind bis jetzt von einem Unfall ausgegangen. Sehen wir eine ganz andere Voraussetzung. Nein, sehen wir die Tür auf. Also drei maskierte Täter. Ja. Alle drei bewaffnet. Ja. Womit? Kurzwaffe, Langwaffe, kann man das sehen? Schwarze Revolver. Schwarze Revolver, Und dann, wie ging es weiter? Ja, die einer stand, blieb von vorne stehen. Ne? Das heißt, wir waren erst drinnen. Dann gingen aber zwei nach hinten und dauerte auch ein paar Minuten. Und dann habe ich zu Paul gesagt, pass auf, jetzt gehen wir raus und packen uns den. Was eigentlich nicht üblich ist. Ich weiß, aber gut. Ne? Ja, okay. Ja, hat eine andere Geschichte. Wir sind irgendwie entlassen und wollten unseren Job wieder haben. Auf einmal lief der dann weg. Die anderen liefen dann auch weg. Ja, das heißt, und der Paul ging zurück und ich lief aber hinterher, hab dann auch noch mal einmal in die Luft geschossen. Ne? Mit der Knarre? Ja, haben wir ja. Ne? Und die sind aber dann da links verschwunden. Jo, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das Geld ist weg, die drei Personen sind auch weg jetzt, und alle in Richtung hier Adelbert-Stifterstraße. Ich bin hinterher. Ich hau erstmal die Fahndung raus. Arnold für den 1533. Wir haben hier zwei verletzte Personen vor Ort. RTW ist schon vor Ort. Das Ganze wird hier ein Überfall auf den Geldtransporter, der hier beteiligt ist. Das hat sich gerade rausgestellt. Drei Personen, fußläufig, flüchtig, männlich offenbar, bewaffnet. Wir klären hier noch die Details und kommen dann nochmal. Ja, mit. Jo, also wir brauchen auf jeden Fall, Arnold müsste jetzt erstmal eine Tatortbereichsfahndung auslösen. Dann brauchen wir natürlich die K-Wache hier. Spurensicherung und die Karre wird auf jeden Fall sichergestellt. Ne? Gut, die gucken wir uns erstmal an und noch mal einmal mit der Anruferin sprechen. Ja. Bei dem Herrn ist alles okay? Ja, du kannst dir ja mal gerne angucken. Der ist ja am Husten ohne Ende, der ist ja auch verletzt. Ne? Hallo, der Rettungsdienst. Ja. Guck mal. Guck mal, da sind die Masken. Hä? Was soll das denn? Ja, jetzt mal ohne Scheiß. Wer reißt sich denn hier direkt am Tatort die Maske runter und haut ab? Da kommt dir auch komisch vor, oder? Ja, sehr. Ernsthaft jetzt? Also der hat doch auch Kamera vorne in der Karre. Die werden doch erkannt. Das ist doch dummes Zeug. Der hat doch auch gesagt, der macht hier Pause, ne? Ja, vor allem. Also kann doch keine Sau wissen. Auf dem Fabrikgelände. Also ja, über das Fabrikgelände zu fahren. Ja. Von der Route weg. Das ist doch Quatsch. Das ist doch dummes Zeug. Das heißt, also im Prinzip ist das doch unwahrscheinlich, dass hier irgendeiner weiß, dass die hierher gurken, um sich hier hinzustellen. Oder? Ja, ich würde sagen, wir schnacken erstmal nochmal mit der Anruferin. Ha. Würde mich auch interessieren, ob sie den Schuss von ihm gehört hat. Sie hat einmal die Explosion gehört. Ja gut, hat er gesagt. Ne? Genau, dann hat er noch geschossen. Ha. Und das Auto schauen wir uns auch nochmal an, ne? Den Transporter. Hast du mitgekriegt, dass der auch im Nebensatz gesagt hat? Ich weiß, was du meinst. Jetzt kommt's. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wir sind gekündigt worden. Ich bin aber hinterhergerannt, weil wir eingestellt werden wollen. Oder wollen Sie besonders guten Einsatz zeigen? Wahrscheinlich. Ja. Mal die Teufel, den Teufel an der Wand. Ey. Ich würde sagen, wir probieren es mal. Ne? Ja. Ja, pass auf, hier ist der Sprengsatz. Ja, ne? Ja. Also. Den wird sich gleich die Kripo angucken dürfen. Ja, nichts anfassen hier. Lass mal rein. Ist ja was vom Geld ist dann übrig geblieben? Aber nicht viel. Nee, das stimmt. Warte mal. Ich pack mal hier was an. Einen kannst du anpacken. Hä? Einen kannst du anpacken. Das ist doch keine echte Kohle. Das sind doch Blüten. Ja, tatsächlich nicht. Warte mal, halt mal fest. Was ist denn jetzt? Da bin ich jetzt mal ganz mutig. Ja, das kann ich mit dem Kopierer herstellen, den Mist. Ja, schlechte Farbkopien. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch dummes Zeug.
Da liegen die Masken rum. Er erzählt mir hier einen von entlassen werden. Das ist hier Falschgeld. Wo ist der Vogel? Oh. Lass mal kurz mal anrufen, noch ob die einen Schuss. Sagen Sie, der Herr vom Geldtransporter, der sagte, dass er noch geschossen hat. Das heißt, es müsste eine Explosion zu hören gewesen sein. Das haben Sie wahrscheinlich gehört. Mhm, und genau. Anschließend, als die anderen geflüchtet sind, hat er noch mal geschossen. Nein, also da habe ich nichts gehört. Ha. Gar nicht. Und so einen Schuss, den hört man. Also das ist richtig. Nein, das ist nur sehr diese laut. Explosion und dann... Ein Knall, mehr war nicht. Genau. Ganz sicher. Du, wir gehen jetzt zu dem, der ist mir nicht ganz geheuer, der Typ. Gar nicht. Kollege. Du sagst, du hast mit deiner Knarre geschossen, ne? Ja. Gib mal. Wir sind hinterhergelaufen. Ja. Ja. Ist ganz kalt, ne? Dann riechst du auch, wenn da mit einem Schuss abgegeben worden ist. Das ist ja klar, ne? Ein Schmauch. Schieß ich nicht, ein Schmauch, sonst wären die wahrscheinlich nicht weggelaufen. Hast du Schmauchspuren? Welche Hand schießt du? Links oder rechts? Schieß mit rechts. Mit rechts. Jetzt haben wir deine Hand. Na gut, das ist alles verkokelt von der Explosion, ne? Ja, ja, ja. Das heißt, wenn wir diese Waffe jetzt untersuchen lassen, werden wir da Schmauchspuren dran finden? Ja, natürlich. Definitiv? Ja. Deswegen ist er nach hinten gegangen und die sind weggelaufen. Die Täter? Ja. Die waren die ganze Zeit maskiert? Ja. Bis sie weggerannt sind und hast auch nichts mehr gesehen, ich bin ne? Ja nicht weit hinterhergekommen. Du bist nicht weit hinterhergekommen. Die haben auch ihre Masken nicht abgelegt. Nein. Pass auf, ich sage dir eins. Das ist eine glatte Lüge. Ah. Das ist eine glatte Lüge. Also, ich komme hier verarscht vor, dann sage ich dir ganz klar, ja. Das ist hier alles fingiert. Da ist falsche Kohle in deinem Geldtransporter. Ja, die holen wir ja ab. Da gucken wir ja nicht, ob die echt sind. Wenn wir die abholen. Warum soll denn Falschgeld drin sein? Warum soll denn so viel Falschgeld da drin sein? Du hast gesagt, die Täter sind komplett maskiert hier auch vom Tatort geflüchtet. Ja. 5 Meter weiter liegen die Masken. Was ist denn mit der Geschichte von wegen, ja, wir sind gekündigt worden und wollen unsere Jobs wieder haben? Ja, deswegen bin ich ja auch hinterher. Ne? Ich dachte, wenn wir die fangen, dann... Woraus resultiert denn die Kündigung? Wir sollen nachfragen an der Firma jetzt. Jetzt rücken Sie doch mal raus mit der Sprache. Was ist da in der Tasche? Ja, deswegen halten wir ja immer, weil wir uns mal gerne einen zischen nach einer Currywurst. Ne? Na, ein Zischen nach der Currywurst. Ja. Wenn du mit der Kohle durch die Gegend fährst und Knarren transportierst. Ja, normal ist ja hier keiner. Ne? Steht ja hier. Deswegen fahren wir ja extra hin. Ja, bewacht er die hier? Oder? Also, es scheint uns die ganze Zeit schon so, als würden Sie die gelbe Tonne hier bewachen. Nein, ich stehe hier. Da halten Sie sich ja nicht nur dran fest, weil Sie schumpelig auf den Beinen sind, sondern das ist schon ein bisschen merkwürdig. Die ganze Geschichte merkwürdig, geht auch mal direkt an mich, damit du nicht noch auf dumme Ideen kommst. So, Feierabend. Gehen Sie mal ein Stück zur Seite. Geh mal hinter ihn, nicht, dass er lange Beine kommt. Du bleibst jetzt hier stehen. Ja. Ist da drin? Ist geil, ne? Ja, dann. Bin mal gespannt. Hier ist eine Tasche drin. Pass auf. Gib mir mal die. Gib ihr, nimmer, genau. Kann ich besser agieren hier. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Lotto gewonnen, oder was? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ihr verarscht uns hier, wo wir dabei stehen. Ihr fingiert hier einen Überfall. Ihr quasselt dummes Zeug von wegen, die Täter sind maskiert abgehauen und da vorne liegen die Masken. Überleg mal, wenn, dann muss man das auch clever machen. Und hier ist die ganze Kohle. Jetzt kannst du mir mal bitte erklären, was die ganze Scheiße soll. Ja, weißt du warum? 20 Jahre fahren wir für die Scheiße. Und dann haben wir erfahren, dass wir entlassen werden, weil sie bei uns ein paar Flachmänner gefunden haben. Ja, du kannst doch nicht während der Arbeit saufen. Ja, warum denn nicht? Weißt du, welche Gefahr wir uns aussetzen? Dein Kollege ist fast draufgegangen. Wirklich schönes Gehalt. So, hast du noch irgendwas in den Taschen? Geh mal, hau mal den Flachmann raus. Hin. Ist da noch irgendwas drin? Nein. So, erstmal ab bei uns ins Auto. Ja. Auf geht's. Die Fahrer müssen sich wegen Vortäuschens einer Straftat, Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und versuchten Diebstahls vor Gericht verantworten.